Jo, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute auf unserer Welt weiter und letztens sind wir ja hier stehen geblieben. Ihr seht, Federfall 4, Schutz 3, wir haben den 30er Enchanter und die nächste Mission ist jetzt Level sammeln. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, da die letzte Aufnahme für euch gestern, schon ein paar Tage zurückliegt, habe ich mir Gedanken gemacht und ich werde mir heute eine ganze Menge an Blöcken schnappen, werde jetzt erstmal Obsidian suchen gehen und dann werden wir in diesen Nether hier gehen, da werden wir reingehen. Und hoffentlich werden wir dort nicht sterben und dann werde ich dort eine Farm bauen, die wahrscheinlich, also wenn wir die gebaut haben, Leute, dann ist halt, dann haben wir das Projekt so gefühlt schon so weit vorangebracht, dass ich eigentlich nie wieder Level farmen muss. Ich war gestern einfach so hyped darauf, dass wir endlich den Enchanter haben, dass ich mein ganzes Stuff zu Dia Equipment gemacht habe und nicht zu einer Dia Pickaxe oder sowas, was eigentlich viel schlauer gewesen wäre. Ich weiß noch nicht, was ich mir dabei gedacht habe und deswegen habe ich jetzt keine Dias mehr. Ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Aber, naja, wir gehen jetzt erstmal minen. Und hoffen mal, dass wir relativ schnell Dias finden. Weil eigentlich will ich heute nicht Dias suchen, sondern wirklich schnell die Farm bauen. Wir sind jetzt auf Dia-Höhe. Und ich höre hier direkt nebenan Lava. Da wäre übrigens auch schon der erste Spot für das Obsidian. Das ist sehr gut. Denn hier haben wir jetzt unendlich Obsidian und wir werden viel, viel Obsidian brauchen in der nächsten Zeit, definitiv. Vor allem dann, wenn es mit dem Nether-Portal und so losgeht, da brauchen wir echt eine Menge Obsidian. Leute, das Ding ist, ich hatte letztens auf Twitter eine Diskussion, weil ich habe so getweetet, yo, ihr müsst ein bisschen aufpassen in eurem Leben, weil im Prinzip steht ihr irgendwann in eurem Leben immer allein im Ring und müsst alleine mit euren Problemen kämpfen und euch zu helfen wissen. Und dass viele das durchstehen müssen und dass es gibt halt viele Menschen, Leute, die sind so ein bisschen darauf auf, anstatt sie ihre Probleme lösen, was sie auch könnten, aber es irgendwie nicht wollen, anstatt sie die lösen, sprechen sie nur drüber, machen aber halt nichts, damit diese Probleme besser werden und machen somit anderen Menschen natürlich dann auch nochmal richtig einen Kopf und richtig das Ding, was halt absolut eigentlich gar nicht nötig wäre. Und dann habe ich das halt so getweetet. Und meinte so, yo, dann macht einfach keinen anderen Menschen den Kopf, so wenn ihr so starke Probleme habt und versucht sie einfach selber anzugehen und zu lösen, anstatt euch überall darüber auszulassen. Und da ging es dann erst los, also irgendwie haben das eine Menge Leute falsch verstanden. Keine Ahnung, warum das so viele falsch verstanden haben. Aber viele, oder es wurde direkt, sage ich mal, mit Depression und Krebs im Endstadium in Verbindung gebracht. Wo ich mir so dachte, yo, also keine Ahnung, ich weiß, vielleicht denke ich auch einfach anders als andere Menschen, aber wenn ich so einen Tweet twittere, dann denke ich nicht direkt damit daran, dass ich die Leute, die Depression, was natürlich unheilbar ist oder ohne Hilfe halt einfach nicht heilbar ist, damit angreifen will, sondern eigentlich an ganz normale Menschen, die ihre normalen Probleme haben. Und dort wurde mir dann ja direkt gesagt, yo, aber was ist mit Leuten mit Depressionen, die müssen sich ja an Leute wenden und so. Und ich habe mir so, yo, als wenn ich jetzt direkt daran denke, dass jemand Depression hat und mein Tweet liest. So, damit war das eigentlich gar nicht gemeint. Ich habe eigentlich so von Problemen erzählt, weil das Ding ist, Leute, jeder Mensch hat Probleme. Jeder Mensch hat seine Probleme und jeder Mensch muss lernen, damit klarzukommen. Wisst ihr, was ich meine? Und jeder Mensch muss auch lernen, selber zu kämpfen, weil oft hast du halt nun mal keine Menschen, die dir dabei helfen. Oft kann dir auch dabei niemand helfen und du musst selber da durchgehen. Und da meinte einer auch so, yo, ich kann zum Beispiel schlecht Konversation führen, weil ich meinte so, yo, vielleicht oder viele Probleme kann man als Außenstehender auch einschätzen und auch einschätzen, wie schlimm sie sind. Damit er so, yo, ich kann zum Beispiel keine Konversation richtig führen. Wo ich so meinte, ja, klar kannst du, also wenn du keine Konversation führen kannst, ist es natürlich ein Problem. Und natürlich muss man das mit anderen Menschen lösen. Nur anstatt jetzt zu sagen, yo, ich kann keine Konversation führen, bitte helft mir, obwohl wir auf Twitter sind und dir da wahrscheinlich jemand helfen wird, kann man das doch versuchen anzugehen. Leute, ich war, bis ich 12 war, ein absolutes PC-Kit. Ich habe nur vorm PC gehockt. Ich war ein Real, war ich so ein schüchternes Ding. Ich konnte, jedes kleine bisschen war für mich so eine riesige Überwindung, in den Supermarkt zu gehen. So riesige Überwindung, wirklich jetzt. Das Ding ist, wenn du da nicht selbst willst, dass du dir da selbst hilfst oder versuchst, selbstbewusster dazustehen oder wenigstens dafür was gibst, wisst ihr, was ich meine? Dafür was machst, dafür kämpfst und versuchst, das zu lösen, dieses Problem, dann wird das auch nichts. Und ich glaube, das haben übelst viele Menschen noch nicht verstanden. Das, was halt viele zum Scheitern bringt, ist oft halt, dass sie sich selbst bemitleiden. Dass sie sich selbst sagen, yo, ich schaff das aber selber nicht und das ist so viel, das geht nicht. Obwohl es halt oft möglich wäre, wenn man es wirklich wollte. Und Leute, ich möchte nochmal erwähnen, ich spreche damit
keinesfalls Leute mit Depressionen an. Sucht euch Hilfe, falls ihr Depressionen habt. Das geht nur mit Hilfe. Und ich spreche auch keine Leute mit Krebs im Endstadium an oder mit anderen geistigen oder körperlichen Krankheiten, die nicht heilbar sind. Und zum Beispiel dachte ich mir auch so bei diesem Fall mit dem Krebs im Endstadium, und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist. Ich will auch gar nicht wissen, wie es ist, wenn man so eine Krankheit hat und weiß, dass man vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten, Tagen nicht mehr hier ist, wo man jetzt ist. Keinesfalls, das will ich auch niemandem wünschen. Aber das Ding, was ich mir denken würde, wäre doch einfach, yo, ich habe nun mal nicht mehr viel Zeit, anstatt ich jetzt selbst da sitze, mich in der Ecke sitze und sage, ja, ich weine jetzt vor mich hin, weil ich nicht mehr lang hier bin und ich all meine Mitmenschen verliere und nun mal Angst davor habe, was passiert. Wäre es doch 10.000 Mal besser, 10.000 Mal ratsamer für mich, für meinen Geist und für nun mal meine Mitmenschen, dass ich trotzdem versuche, weiterhin oder wenigstens die letzten Tage ein gutes Leben zu haben, glücklich zu sein und viel zu lachen mit meinen Mitmenschen, oder nicht? So, das wäre zumindest mein erster Gedankengang daraus. Und so ist das nun mal mit vielen Problemen, die die Menschen haben, genauso. Viele setzen sich hin, bemitleiden sich und sagen, ja, ich schaff das nicht und obwohl sie einfach nur in ihrem Kopf sich sagen müssten, ich kann das schaffen, ich will das, ich möchte das. Und dann wäre der Weg, dieses Kämpfen darum, dieses Erreichen, etwas daraus zu machen, auch definitiv möglich, bin ich der Meinung. Ich will nicht sagen, dass man andere Probleme einschätzen kann. Jeder hat andere Probleme und jeder Mensch sieht vielleicht, wie ich früher, das in den Supermarkt gehen halt schlimm an. Und die vielleicht manche gehen in den Supermarkt, die denken sich nichts dabei, ist halt für mich jetzt auch so normal. Und viele sehen es halt vielleicht als übelst schlimm und übelst überwindungsmäßig an, so. Nur das Ding ist, ich fühle das, wenn das Überwindung braucht. Wenn man das scheiße an sich findet, dass es so ist, wie es ist. Nur, guck mal, anstatt ihr dann da sitzt und euch denkt, yo, ich finde das scheiße, wie es ist, und ihr einfach nur da sitzt und nichts macht, dann wird sich daran nichts ändern, weil nichts von alleine kommt. Ihr werdet nicht von alleine selbstbewusster, wenn ihr nur den ganzen Tag zu Hause sitzt. Das war bei mir wirklich 1:1 genau dasselbe. Und hier ist übrigens noch mehr Obsidian. Also wenn ihr was an euch ändern wollt, was euch an euch selbst stört, was euch an eurer Art stört, dann müsst ihr das von euch aus ändern. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich bin doch, wie ich bin. Und das kann man doch nicht ändern, oder? Klar, wenn du jetzt, keine Ahnung, einen 6. C hast, wirst du das schwer ändern können. Aber wenn du findest, dass du zu wenig Empathie hast, dass du Menschen zu wenig verstehst, die Probleme haben, dann wirst du das ändern können, indem du zum Beispiel bei dem nächsten Fall, wo jemand auf dich zukommt und sagt, yo, ich hab die und die Schmerzen, und du denkst dir so, yo, aber dann kommst du doch klar, oder das kriegst du doch wohl hin, Alter, fang doch jetzt nicht an zu heulen, Mann. Dann kannst du trotzdem nach außen hin sagen, yo, okay, was und wie, und hoffentlich geht's dir bald besser, geh zum Arzt, dies, das, wisst ihr? So ein bisschen nett sein, wisst ihr, und so könnt ihr euch selbst dann schon ändern und mit euch selbst zufriedener sein. Und ich möchte nochmal betonen, das geht keinesfalls an geistige oder körperliche Krankheiten. So zum Beispiel, ihr wisst ja, ich habe Diabetes, Leute. Ich bin Diabetiker, seitdem ich 8 bin oder so. Und klar ist es scheiße, die Krankheit zu haben. Und klar würde ich mir wünschen, dass ich sie nicht habe. Aber mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, ich habe Diabetes, mein Leben ist so scheiße und ich komme damit überhaupt nicht klar, ist das doch kacke. Dann kämpfe ich doch lieber, dass ich damit gut leben kann, damit ich damit klarkomme, dass ich wirklich was daraus mache, anstatt ich mich hinsetze und halt jedem die Ohren abkaue, weil ich mir denke, ja, aber wie soll ich denn das alleine schaffen? Hilft mir doch bitte. Ich bin ein Mensch. Ich will nicht sagen, ich finde es scheiße, von anderen Hilfe zu bekommen. Ich mag es, wenn Leute mir helfen wollen, wenn Leute Interesse an irgendwas zeigen, was ich mache, so. Das feiere ich, das ist geil. Aber wenn ich jetzt Hilfe bräuchte bei den kleinsten Angelegenheiten, dann hätte ich Angst, dass ich den Menschen irgendwie auf den Sack gehe. Ich habe so schon, so, keine Ahnung, nicht Angst, aber so komische Bedenken, wenn ich zum Beispiel, wenn meine Mom so, keine Ahnung, einen starken Arbeitstag hat oder so, viele Gedanken für sich selbst halt hat, wie sie damit klarkommt, dies, das, bis sie vielleicht auch Stress mit meinem Dad hat oder so, dann will ich mich doch hinsetzen und sagen, ja, aber ich habe jetzt Bauchschmerzen und mir geht's gerade richtig mies oder so, sondern versuche ich doch als Kind stark zu sein und ihr zu zeigen, yo, es ist trotzdem alles okay, und dass sie mit sich selbst erstmal klarkommt, wisst ihr, bevor ich hier dann noch auf den Ohren liege, so. Oder? Oder denke ich mir da irgendwas falsch? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ne, irgendwie das Thema, ich denke darüber, hallo. Ich denke darüber schon übelst lange nach, über dieses Problemthema, dass ja jeder Mensch andere Probleme hat und sowas. Keine Ahnung. Mann, es wäre echt schön, wenn wir jetzt wenigstens irgendwann mal ein paar Dias finden. Ich bin jetzt schon seit 17 Minuten hier unter der Erde am Minen und finde halt kein Stückchen Dias oder irgendwas. Mann, bitte, hier, lieber Minecraft-Gott, lieber
Himmelswolken-Viereck-Block-Gott, ich biete dich an. Lass doch hier einfach jetzt irgendwo biete dir es kommen. Ich will einfach nur noch in den Nether gehen und loslegen mit der Farm. Ich hab da so Bock drauf, bitte. Komm, ich brauch das. Ich brauch jetzt einfach die Dias. Und da ist der nächste Lavafluss. Na komm, wir müssen doch jetzt hier einmal Glück haben und die Dias feinen. Liebe Dias! Die... Oh. Ah, ja. Damn! Nice! Jetzt geht's los. Hallo? Ich habe einfach gecallt, dass ihr hier seid, meine Freunde. Und ich glaube, es sind perfekt 3 Stück, oder? Es sind mehr als 3. Es sind mehr als 3. Oh, es sind 5. Sind es noch mehr als 5? Oh, nee, es sind 5. Es sind 5. Egal, Alter. 5 ist super. 2, 3, 4, 5. Da haben wir endlich. Endlich, Alter. Nach 30 Minuten Aufnahme und mit kurzer Unterbrechung, weil ich kurz den Geschirrspüler eingeräumt habe, Alter, weil mein Vater mich sonst zusammengeschlagen hätte. Naja, Leute, wir machen uns jetzt eine Dia-Pickaxe. Eine Dia-Pickaxe. Und danach heißt es jetzt ganz kurz eine Weile Obsidian abbauen. Und wenn wir damit fertig sind, geht es nach oben und dann geht es endlich in den Nether. Woo! So, Leute, ich habe jetzt 24 Obsidian. Erstmal für alle Leute, die sich fragen, hä, Relation, aber wofür brauchst du das ganze Obsidian? Das Ding ist, ich will auf jeden Fall im Nether, werden wir uns auf das Bedrock buggen oder auf dem Bedrock über einen bestimmten Trick. Ich hoffe, ich habe noch eine Enderperle zu Hause, dann funktioniert das auch. Und dann, wenn wir auf dem Bedrock oben sind, werde ich ein Nether-Portal bauen, um wieder aus der Hölle rauszukommen. Ich hoffe, ich kann es relativ verständlich machen. Und übrigens, auf dem Bedrock bauen wir dann die heftige Farm. Leute, wir sind jetzt an der Oberwelt und hier ist es direkt Nacht. Ich werde jetzt wieder oben auf unsere Base klettern und dann heißt es direkt Sachen weglegen und Abfahrt in den Nether. 2, 3, 4, 5. Da haben wir endlich, endlich, Alter. Nach 30 Minuten Aufnahme und mit kurzer Unterbrechung, weil ich kurz den Geschirrspüler eingeräumt habe, Alter, weil mein Vater mich sonst zusammengeschlagen hätte.